Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, ich werde oft in einigen meiner Videos gefragt, wie man bei einer Kamera den Sternenhimmel fokussieren kann. Ist ja recht schwierig, diesen zu fokussieren, ist dann die Begründung, weil natürlich das Licht sehr schwach ist. Und ja, das möchte ich euch einmal hier in diesem Video zeigen. Ihr könnt hier einmal einen kleinen hellen Punkt sehen. Das ist kein Stern, das ist der Planet Jupiter. Und genau den nehme ich mir jetzt mal als Beispiel, um euch zu zeigen, wie man den Sternenhimmel fokussieren kann. Ja, noch sind zwar keine Sterne am Himmel zu sehen, aber wie gesagt, der Jupiter schon, weil der doch sehr hell ist. Und ja, um jetzt den Sternenhimmel zu fokussieren, muss ich praktisch in Unendliche fokussieren. Oftmals ist es so, dass Kameramodelle so eine Funktion haben, das ist dann so eine Schleife, und die soll unendlich signalisieren, die braucht ihr dann nur drücken, die Funktion. Dann habt ihr die Fokussierung entsprechend eingestellt. Meine Kamera hat das allerdings nicht. Deshalb muss ich das hier selber machen. Den Autofokus könnt ihr natürlich komplett haken. Ihr müsst in den manuellen Modus dann reingehen. Ja, dann nehmt ihr euch, wie eben gezeigt, hier könnt ihr ihn sehen, den Jupiter. Stellt den bei euch im Display ein, sodass er drin ist. Und dann fokussiert ihr den nämlich einfach. Das ist nämlich ein Objekt, was sehr, sehr weit weg ist. So, und jetzt hat er bis ins Unendliche fokussiert. Und jetzt schalten wir einfach die Kamera aus. Ja, das hat die Kamera jetzt abgespeichert. Bis ich den Fokus jetzt wieder neu einstelle, ist er so. Solange ich das jetzt im manuellen Modus drin lasse. Ja, und jetzt einfach warten, bis es dunkel wird. Und dann mache ich mal ein schönes Sternfoto. So. Wollen wir jetzt mal zum Test den großen Wagen fotografieren, also das Sternbild des großen Wagens. Ich habe als Belichtungszeit hier 15 Sekunden gewählt. Die Blende habe ich so weit geöffnet, wie es geht, also eine kleine Blendzahl gewählt. Fokus, wie gesagt, ist ja jetzt natürlich auf unendlich. Ganz wichtig, Zeitschaltuhr einstellen oder Fernauslöser nehmen, damit das nicht verwackelt, und dann geht's los. So, jetzt zeichnet er auf. So, und schauen wir mal, ob wir hier durch die Kamera schon was erkennen können. Achso, wir müssen natürlich erstmal das Bild öffnen an der Kamera. So. Ja, hier, seht ihr. Das müsste jetzt hier so ein bisschen die Deichsel sein. Vom großen Wagen. Wenn wir runtergehen, kommt dann auch der Wagen an sich. Ja, ihr seht also, so kann man seinen Fokus auf unendlich einstellen und dann zum Beispiel den Sternenhimmel fotografieren. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Ah, hier kann man den Daumen so ein bisschen sehen noch. Ja, ich sag bis dann, euer MacPaverick.